Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 16 Karrieremodus mit den Geißböcken vom 1. FC Köln. Nach zwei Erfolgen nacheinander, jeweils ein 1:0 gegen Frankfurt und zuletzt im Rhein-Derby gegen Gladbach, wollen wir unsere Serie fortsetzen. Heute am 23. Spieltag ein 6-Punkte-Spiel, wenn man so will, um die europäischen Plätze, denn wir spielen heute gegen den Hauptstadtclub von Hertha BSC Berlin. Die zwei Punkte vor uns sind, beziehungsweise nur ein Punkt vor uns, aber zwei Tabellenplätze. Sprich, mit einem Sieg am heutigen Freitagabend könnten wir die alte Dame überholen. An der Startaufstellung hat sich nicht so viel verändert. Jojic kehrt zurück, rotiert zurück für Yannick Gerhardt. Und auf dem rechten Flügel hat mir Marcel Risse zuletzt nicht so gut gefallen. Und deswegen kommt der junge Aaron Leia Iseka in die Partie, der seine besten Spiele bislang auch auf dieser Position bestritten hat. Deswegen heute bekommt der 18-Jährige mal wieder die Chance. Wie gesagt, am Freitagabend. Deswegen natürlich kein Parallelspiel, da es das einzige Spiel am heutigen Abend ist. Flutlicht im Rhein-Energiestadion, 26. Februar. Einziger Wermutstropfen ist nicht der Regen, der fällt, sondern der Schiedsrichter Jascha zur Heide. Unter seiner Leitung haben wir, glaube ich, bislang noch kein Spiel gewinnen können. Mal gucken, ob sich daran heute etwas ändert. Ab nach Köln, in die klasse Stimmung, ins Rhein-Energiestadion. Wo ich letztens gefragt wurde, ob ich schon mal in Köln war, im Rhein-Energiestadion. Leider noch nicht. Ich wurde darauf hingewiesen, dass man bei der Hymne anscheinend, wenn man kein Kölner selbst ist, kein Wort versteht. Kann ich nur bestätigen. Aber die Vereinshymne, sie bleibt trotzdem einfach klasse. Auch wenn ich, wenn ich ehrlich bin, wirklich kaum ein Wort verstehe, ist sie trotzdem einfach geil. Man kann es nicht anders sagen. Und deswegen hören wir da jetzt mal wieder ein bisschen rein, würde ich sagen. Ich weiß nicht was genau, aber irgendetwas Magisches hat diese Hymne. Und sie soll uns auch ermutigen, heute wieder guten Fußball zu spielen. Hier nochmal unsere Starting 11, unsere Startelf im Überblick 4-3-3. Das System kennt ihr, die Spieler kennt ihr auch. Die muss man nicht mehr großartig vorstellen. Gute Stimmung, trotz des miesen Wetters hier in Köln. Und wir wollen mit einem guten Spiel dazu beitragen, dass die Stimmung noch besser wird. Gucken auf Hertha mit Kraft im Tor. Pekarek, Langkamp, Brooks und Plattenhardt in der Viererkette. Darida, Lustenberger davor. Haraguchi, Stocker, Behrens im offensiven Mittelfeld. Und ganz vorne Salomon Kalou, der international erfahrene Ibora hier im Bild. Chelsea hat er gespielt. In Frankreich, in Lille hat er gespielt. Feyenoord, Rotterdam ist er groß geworden. Also der Mann hat schon einiges erlebt, unter anderem natürlich noch der Champions League-Sieg mit dem FC Chelsea gegen den FC Bayern München. Das ist der Bundesliga-Ball und es sieht so aus, als ob die Gäste anstoßen werden unter der Leitung von Jascha zur Heide. Denkst du, wir werden anstoßen, die weiß gekleideten Kölner? Hoffentlich heute mit weißer Weste. Los geht's! Nach 2-1-0-Siegen in Folge hätte ich nichts dagegen, wenn heute der nächste 1-0-Sieg folgen würde. Köln steht ja nicht für offensiven Fußball mit vielen Toren, sondern für eine geordnete Defensive und für den Minimalismus werden wir auch gefürchtet. Jojic, erster Angriff, rollt auf das Berliner Tor zu. Bittencourt, früh attackiert, bringt den Ball zu Hector, wieder Bittencourt, wieder Hector und Elionussi. Traut sich erstmal nicht gegen zwei ins Dribbling zu gehen. Hector, drüben ist Platz für Ulkowski, der weiter zu Leia Iseka und der mit der brauchbaren Hereingabe. Aber Modest kommt dann nicht ganz an die Kugel ran. Kraft dazwischen und Berlin mit dem ersten Vorstoß.
Kevin Vogt allerdings perfekt abgelaufen gegen Haraguchi, den japanischen Flügelmann. Spiel zurück zu Timo Horn. Sörensen, Vogt, Jojic können erstmal hier in den ersten Minuten mit Spielkontrolle. Hector. Gut gespielt von El-Yunusi auf Bittencourt. Zurück zu El-Yunusi. Flanke. Lega Iseka am zweiten Pfosten. Aber Marvin Plattenhardt, der Mann mit dem Bartwuchs dazwischen, gibt die erste Ecke. Minute 11. Und im letzten Spiel haben wir nach einer Ecke getroffen. Bittencourt auf Dominik Heinz. Genau das war die Zusammensetzung des Treffers gegen Gladbach. Aber hier kann Berlin ganz gut klären. Hector, Neuaufbau, Ulkowski, Leja Iseka, Vogt. Ah, und der unfreiwillig gut zu Bittencourt. Und er will in der Mitte Modest bedienen. Findet ihn aber nicht. Und dann bekommt er unglücklich den Ball nochmal vor die Füße und kann den Ball nicht mehr kontrollieren. Schade. Gucken wir nochmal drauf. Bittencourt sucht Modest. Aber Kraft und Darida klären da irgendwie gemeinsam die Situation. Also Köln mit der besseren Anfangsphase. Hertha kommt zunächst kaum hinten raus. Vogt holt den Kopfball. Wieder Vogt. Bittencourt. Ah, der Pass war zu schlampig. Aber wir wissen ja mittlerweile, Bittencourt und Pässe, das muss er noch ein bisschen trainieren. Oh, riskanter von Hertha. Modest kommt nicht ganz dran, schade. Valentin Stocker. Fabian Lustenberger, der Berliner Captain. Dienstältester mittlerweile auch bei der alten Dame. Darida. Stocker. Plattenhardt, der ehemalige Klubberer. Wieder gegen Bittencourt. Macht das gut. Haraguchi. Kein Foul von Kevin Vogt. Der räumt momentan so ziemlich alles weg. Aber dann so ein schlimmer Fehlpass. Zum Glück kann Behrens den Ball nicht sofort kontrollieren. Ach, und dann so ein Mini-Halter von El-Yunusi gegen die Niederländer. Gibt Freistoß für die Gäste aus der Hauptstadt. Wir haben kurz gesehen, vor uns liegt eine englische Woche. Drei Tage später, beziehungsweise vier Tage später, wir spielen ja heute am Freitag, kommt es zu der Partie gegen den FC Ingolstadt. Aber erstmal haben wir heute die Berliner vor unserer Nase. Pekarik auf Blocks. Hertha stößt jetzt mal ein bisschen weiter nach vorne. Modest dazwischen. Jojic, guter Einsatz. Der rückt jetzt schnell mit nach. Kevin Vogt, Bittencourt. Und der Pass, der war doch schon viel, viel besser. El-Yunusi vorbei an Pekarik. El-Yunusi! Und Thomas Kraft muss das zweite Mal da eingreifen. Aber das war doch mal ein super Zuspiel. Es geht doch, guter Leonardo. Wieso nicht immer so? Pekarik und Bittencourt. Der hat jetzt Blut geleckt. Nächster Ballgewinn. Wieder Bittencourt. Jetzt noch eine gute Flanke. Ja, man kann jetzt nicht zu viel erwarten. Nicht überschwänglich werden, guter Leonardo. Aber Hertha wird sofort wieder früh angelaufen. Plattenhardt. Riskant, aber gut gegangen aus seiner Sicht. Darida, der Neuzugang aus Freiburg. In der letzten Saison laufstärkster Spieler der Fußball-Bundesliga. Und auch in der aktuellen Real-Life-Saison mit fast 13 Kilometern pro Schnitt, pro Spiel. Der laufstärkste Bundesliga-Akteur, der tschechische Nationalspieler. Köln mit dem nächsten Angriff über Ulkowski. Berlin zieht sich ziemlich weit zurück. Vogt. Ah, der war im Abseits der El-Yunusi. Schade, schade. Da kommt das Eigentor, aber da war auch ohne Zeitlupe El-Yunusi deutlich im Abseits. Schade. Trotzdem Köln spielerisch schon etwas verbessert gegenüber der letzten oder den letzten Spielen, sagen wir es mal so. Gegen Gladbach waren wir nicht wirklich schlecht. Haben aber durch eine Standardsituation dann letztendlich mit 1:0 gewinnen können. Allgemein aus dem Spiel heraus haben wir schon ziemlich lange keinen Treffer mehr erzielt. Es wird mal wieder Zeit. Brooks unter Druck. Plattenhardt. Aber Berlin kommt nicht in die gefährlichen Räume. Vielleicht jetzt mal mit Lustenberger. Haraguchi. Stock hat jetzt mal ein bisschen Platz. Salomon Kalou. Aber Dominik Heinz bei ihm.
erklärt das ganz clever. Hector. Auf El Yunusi. Keine Anspielstation. Müssen wir erstmal wieder ein bisschen hintenrum spielen. Kevin Vogt. Jojic. Urkowski. Ezeka zeigt an, ich will den Ball dahin haben. Kann er seine Schnelligkeit ausspielen? In dem Fall gegen Plattenhardt nicht, der das ganz gut verteidigt. Lux mit der Übersicht. Behrens hat jetzt mal ein bisschen Platz da. El Yunusi muss mit zurück. Sonst ist Hector da alleine gegen zwei. So wie jetzt, aber Hector holt trotzdem den Zweikampf, sichert seinem Team den Ball. Gut gemacht von Jojic. Das ist Ezeka. Wartet, bis Urkowski mit nach vorne kommt. Keine Anspielstation. Muss wieder rüber zu Hector spielen. Bittencourt. Aber keiner bietet sich da auf dem Zentrum an. El Yunusi versucht da vorbeizukommen an Pekarik. Kein Foulspiel. Und dann ist auch schon wieder Pause in Köln. Ich sag mal nicht. Oh, große Überraschung. Wobei, jetzt habe ich es doch gesagt. Oh, große Überraschung. 0:0 bei einem Spiel mit Kölner Beteiligung zur Halbzeitpause. Aber wir haben ja noch 45 Minuten. Nein, wir haben noch einmal 45 Minuten Zeit, um daran etwas zu ändern. Ballbesitz 50-50, etwas mehr Zweikämpfe gewonnen, Passgenauigkeit 91-90. Also beide Teams relativ passsicher, trotz der Platzverhältnisse. Aber kommen einfach nicht in die gefährlichen Zonen des Gegners heran. Modest ist schon wieder relativ angeschlagen. Und ich glaube, den werden wir heute mal zur Halbzeit auch auswechseln. Auch mit dem Hintergedanken englische Woche, da brauchen wir einen fitten Modest brauchen wir natürlich da. Schlupp wird für ihn kommen und El Yunusi werden wir mal ins Zentrum stellen. Hat er ja schon ein, zweimal gemacht. Und der zuletzt gute Schlupp kommt in die Partie. Siegtorschütze im letzten Heimspiel gegen Frankfurt. Und Modest hat sich die Trainingsjacke angezogen bei den kalten Verhältnissen. Und darf seine Kölner jetzt von außen beobachten, wie sie hoffentlich noch die eine oder andere Torchance sich hier erarbeiten. Anforderungsrufe sind auf jeden Fall da. Das Kölner Publikum ist aufgewacht. El Yunusi geht früh drauf. Aber Hertha sichert erstmal den Ball mit Langkamp. Einer der beiden Innenverteidiger, Behrens, Pekarik, der Slowake. Und wieder hintenrum Haraguchi. Jetzt mal der lange Ball. Gut dazwischen von Sørensen. Kevin Vogt. Mit dem Ball auf El Yunusi. Der muss erstmal warten, bis Ezeka nachrückt. El Yunusi weiter zu Urkowski. Die Flanke, die ist gut. Die ist sehr gut. 51. Minute. Urkowski mit dem Haken und mit der Superflanke. Kraft zögert. Und das ist ein Fehler, denn Kevin Vogt ist lang und ein super Kopfballspieler. Jojic war auch noch in Ballnähe. Aber zum Glück kommt Kevin Vogt an den Ball und köpft zur Führung. 1:0 durch den ersten Saisontreffer von Kevin Vogt, der ja am Anfang der Saison von mir, von Daniel Dattel überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Dann aber so gegen den 8. Spieltag reinkam und seitdem absolut gesetzt auf der 6er Position. Kevin Vogt, 1:0, Führung für den FC. Und jetzt muss Hertha ein bisschen mehr machen. Sind jetzt offensiv gefordert. Haraguchi mit der Hacke zurück. Plattenhardt hält den Ball im Spiel, allerdings vor die Füße von El Yunusi. Und Konter, Leia Ezeka, hat er noch genügend Kraft? Er hat noch Kraft. Ezeka und El Yunusi in der Mitte kommt nicht ganz dran. Pekarek noch dazwischen. Schade, aber guter Konterangriff. Gucken wir mal auf den Treffer von Vogt. Nach der Superflanke von Urkowski köpft er ein. Und es gibt die nächste Ecke für die Geißböcke. Eine Sache für Bittencourt. Machen wir mal ein bisschen länger. Sørensen am zweiten Pfosten. Zweiter Ball. Da stehen sich die Kölner fast selber im Weg. Leia Ezeka. Erstmal ganz ruhig. Hintenrum nochmal. Nichts überhastet spielen. Hector.
Jojic. Ja, da muss Jojic den Ball mal ein bisschen entgegenkommen. Schlecht gemacht von Serben. Konterchance. Und jetzt haben sie Überzahl. Kevin Vogt nicht der Allerschnellste. Aber holt den Zweikampf gegen Behrens. Klasse gemacht vom Torschützen. Hector. Jeffrey Schlupp. Mit dem langen Ball. Der hat gesehen, dass Elyounoussi wieder gestartet ist. Bittencourt. Ja, dieses Kopfballduell kann er nicht gewinnen, der kleine Zwerg vom FC Köln. Das war gut gespielt von Hertha. Kalou auf und davon. Wird da gerade noch so weggedrängt von Sørensen. Darida und das war abseits. Puh, einmal durchatmen. Roy Behrens, der Niederländer. Wir werden nochmal wechseln. Frische Leute. Kevin Vogt ist schon relativ müde, genauso wie Jojic. Ich denke, das werden auch Kandidaten sein für einen Wechsel. Matthias Lehmann. Wieso nicht? Bringen wir mal rein. Hat im letzten Spiel gegen Gladbach sein Comeback gegeben. Der ehemalige Kapitän wurde in der Nachspielzeit eingewechselt. Heute darf er ein paar Minuten länger ran. Matthias Lehmann wird reinkommen für den Torschützen. Kevin Vogt, ganz starke Partie. Also er ist sowas wie die Entdeckung bei Daniel Dattel gewesen. Seit Mitte der Hinrunde. Kein Spiel verpasst. Jetzt darf er aber erstmal sich ein bisschen ausruhen. Matthias Lehmann zurück. Im Rhein-Energie-Stadion wird freundlich empfangen. Wird die Position natürlich 1:1 übernehmen. Und Freistoß für den jetzigen Kapitän Jonas Hector. Oh, der Pass war ganz schön schlampig. Zum Glück aber nichts raus resultiert aus Sicht der Berliner Hertha. Oh, jetzt aber könnte was passieren. Ulkowski mit dem Ballverlust gegen Haraguchi. Sørensen zunächst gut, hat dann ein bisschen Pech. Flanke kommt. Heinz ist da. Und klärt auf Kosten eines Einwurfs. Und in Minute 68 wird Hertha wechseln. Und es kommt Vedat Ibisevic, den sie ja aus Stuttgart geholt haben, für Salomon Kalou, der relativ blass geblieben ist. Und Ibisevic, da habe ich noch böse Erinnerungen an FIFA 15. Aber jetzt kommt erstmal Iseka dazwischen. Konterchance, Bittencourt. Ach, aber Schlupp startet dann nicht gut in Position. Gut gemacht. Bittencourt. Hector. Den hat Schlupp noch, der ist schnell. Oh, aber dann springt der Ball ihm weg. Oh, das ist ärgerlich. Schade. Aber egal, ich möchte noch das letzte Mal wechseln. Osako wird reinkommen für den etwas müde wirkenden Elyounoussi im Sturmzentrum. Für Kontersituationen kann das noch wichtig werden, fitte Spieler in den Reihen zu haben. Und so kommt Osako, der Japaner, in die Partie. Im vorletzten Spiel gegen Frankfurt das entscheidende Tor von Schlupp vorbereitet. Bittencourt, oh, den muss er besser kontrollieren. Und da pennt die Verteidigung vom FC Köln und haben Glück, dass Hertha die erste richtig gute Torchance nicht ausnutzt. Stocker war es, glaube ich, ja, der Schweizer Nationalspieler. In der aktuellen laufenden Saison bester Vorlagengeber in der Bundesliga, allerdings noch nicht so als Torschütze geglänzt. Und hier hat man gerade gesehen, warum. Das war eine Riesenmöglichkeit, nachdem die Defensive da mit zwei Pässen komplett ausgehebelt war. Und der nächste Fehlpass. Uiuiuiui. Konzentration jetzt, liebe Leute. Iseka kommt dem Ball entgegen. Danke. Oh, und der nächste Fehlpass in die Spitze. Ah, Osako kommt nicht dran. Aber das Kölner Publikum ist immer noch da. Feuert ihr Team an. Hertha ist gefordert. Und sie kommen auch. Oh, was macht Sørensen denn da? Um Gottes Willen. Und jetzt haben wir mal richtig Dusel in dieser Situation, dass der Ball irgendwie abgefälscht gegen die Latte geht. Der Abschlag von Horn zu weit. Aber was macht Sørensen? Unbeweglich wie eine gelähmte Schnecke. Also das war wirklich glücklich, dass Hertha da nicht getroffen hat. Boah, Langkamp zu Skjelbred, auch inzwischen in der Partie. Gut gespielt, Heinze dazwischen. Beziehungsweise Heinz, nicht Heinze. Osako, gute Konterchance. Leia, Iseka, Osako, Lehmann,
zu Jeffrey Schlupp. Der zurück zu Matthias Lehmann. Aber der Schuss, kein Problem für Kraft. Wir müssen noch defensiver agieren. Aber nicht solche Pässe dann spielen in den Fuß des Gegners. Skillbrett, da Rieder mit dem Fehlpass. Lehmann dazwischen. Und jetzt nochmal Schlupp. Der hat doch noch Kraft. 3 gegen 3, wenn das hier schnell geht. Guter Ball für Osako! Die 86. Minute. Die Entscheidung. Thomas Kraft schaut ja, etwas ungläubig rein. Der Konter abgeschlossen. Gegen Frankfurt war es umgekehrt. Da hat Osako für Schlupp aufgelegt. Diesmal Schlupp mit der Klasse Hereingabe. Und Osako hält den Schlappen. Saisontor 1 für den Japaner, 2:0 für den FC Köln. Zwei Tordebütanten also heute durch Vogt und Osako. So kann es auch gerne weitergehen, liebe Freunde des ersten FC Köln, liebe Freunde des guten visuellen Fußballs. Langkamp, Hertha wirft trotzdem nochmal alles nach vorne, aber die Zeit läuft ihnen davon. Sörensen, diesmal dazwischen, Bittenkurt, Schlupp, Hector, oh, sehr früh attackiert, da verliert den Ball an Pekarek. Nochmal die Chance, Ulkowski, Bittenkurt, Hector erneut nicht sicher. Haraguchi springt der Ball ein bisschen weg und da wird sehr viel gezerrt und gezogen. Eseka bekommt den Ball nicht weg und dann der Fallrückzieher. Aber in die Hände von Timo Horn. Und die Nachspielzeit ist auch gleich schon vorbei. Nochmal der Flügelwechsel zu Eseka. Haraguchi dazwischen. Und dann der erste Sieg. Was mir jetzt gerade auffällt. Unter der Leitung von Jascha zu Heide. Auch diese Serie ist gebrochen. 2:0 hier zu Hause. Das hat es bislang selten gegeben. Die Kölner Fans deswegen hochzufrieden. Der dritte Sieg in Folge. Das dritte Mal in Folge zu Null. Osako trifft auch endlich mal. Ist ja trotzdem immer noch ein Abschiedskandidat, den wir eventuell in der nächsten Saison abgeben. Aber wenn er so weitermacht, Tore sind natürlich für Stürmer immer das beste Argument, dass sie bleiben sollen. Aber für heute sind wir erstmal voll und ganz zufrieden. 2-0 Erfolg gegen die alte Dame aus Berlin. Dominik Heinz mit einer 8,0. Tore von Osako und Vogt. Die Torvorlagen kamen heute von Schlupp und Ulkowski. Und das ist schon überragend. Obwohl er an keinem Tor beteiligt war, eine 8,0 als Innenverteidiger. Ich habe schon vor einigen Parts gesagt, Dominik Heinz, für mich jetzt schon ein Kandidat zum besten Spieler des Jahres in Kölner Trikot. Ich glaube, ein ganz heißer Kandidat neben Timo Horn, unserem Keeper. Sehr gutes Spiel. Wir sind alle höchst zufrieden und haben den 23. Spieltag gut eröffnet, meine Damen und Herren. Aber ihr seht schon, wie angedeutet anfangs, englische Woche. Am Dienstag geht es direkt weiter gegen den FC Ingolstadt. Und schau einmal mal an, wo wir vorgerückt sind. Platz 5. Liebe Freunde der oberen Tabellenhälfte. Und liebe Freunde der Europa League Platz Ränge, egal. Ich bin schon ganz nervös, weil das so ungewohnt ist, Köln so weit oben zu sehen. Wer hätte das gedacht nach 8 Spieltagen, wo wir noch auf einen Abstiegsplatz standen? Es hat sich alles zum Guten gewendet, so scheint es zumindest jetzt. Und gehen wir noch ein bisschen weiter. Bis zum nächsten Spieltag. Oh, bitte noch die Simulation stoppen. Habe ich leider nicht mehr geschafft. Ich wollte eigentlich das Training ausführen. Aber halb so wild. Müssen wir das halt beim nächsten Mal machen. Spiel des Monats bekannt gegeben. Es wurde Gonzalo Castro vom BVB. Der in Real Life ja keine wirkliche Rolle spielt bei den Dortmundern. Der ehemalige Leverkusener. Aber hier im Let's Play richtig gut dabei. Und wir sehen, obwohl der 23. Spieltag fast komplett ist, jetzt fehlt nur noch das Spiel von Dortmund.
Okay, zwei Spiele fehlen da noch. Aber trotzdem, Köln bleibt Tabellenfünfter. Nur einen Punkt von einem Champions League Platz entfernt. Okay, Dortmund kann noch ein bisschen Abstand gewinnen, aber trotzdem. Holy shit, was ist hier denn auf einmal los? Darmstadt hat wieder gewonnen. Die versuchen also nochmal ranzurücken. Bremen jetzt schon 4 Punkte weg vom rettenden Ufer. Und das rettende Ufer belegt momentan der FC Ingolstadt mit 25 Punkten, unser nächster Gegner. Und gegen die haben wir auch noch was gut zu machen, denn das Hinspiel haben wir. War es ein 0 zu 2 oder war es nur ein 0 zu 1? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir es verloren. Da müssen wir Wiedergutmachung betreiben. Aber vorher, wir haben einen neuen Monat, den Monat März. Und deswegen gucken wir nochmal schnell auf den Teambericht, bevor wir diesen Part beenden, liebe Freunde. Ob sich hier noch jemand verbessert hat. Das scheint ja mittlerweile nicht mehr so schnell zu gehen. Aber dafür ist ja auch natürlich das individuelle Training dann da. Lea Iseka schon 6 Stärkepunkte nach oben. Von Dendonka bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Schaub 1 Punkt nach oben, immerhin. Uhl schon um 2 Punkte nach oben, sehr gut. Meßenhöhl hat auch 1 Stärkepunkt hinzugewonnen, sehr schön. Hosina, Osako, Lehmann. Barry, der momentan verliehen ist, Nascimento hat auch 1 Stärkepunkt hinzugewonnen. Aber ändert, glaube ich, nichts daran, dass wir ihn trotzdem abgeben wollen nächste Saison. Klünter 4 Punkte nach oben, sehr schön. Finde mittlerweile auch auf einer 70. Da kommen auch noch ein paar gute Talente zurück. Also Kölns Zukunft, Stand jetzt, ist mehr als nur gesichert. Ein Mann für die Zukunft, David Kovnacki, wenn wir schon von Zukunft reden. Nagasawa empfängt seine ehemaligen Mitstreiter, stimmt ja. Den haben wir ja im Winter nach Ingolstadt für 3 Millionen Euro abgegeben. Und beim nächsten Mal kommt es also vielleicht zum Wiedersehen. Ich weiß nicht, ob Nagasawa Stammspieler beim FCI bei den Schanzern aus Ingolstadt ist. Aber wir werden sehen. Ihr werdet sehen. Wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal bei Let's Play FIFA 16. Karrieremodus mit den Geißböcken vom 1. FC Köln. Es geht doch so langsam in die richtige Richtung. Zumindest tabellenplatzmäßig. Aber ob wir diesen Tabellenplatz festlegen können, wir schauen es uns gemeinsam an. Wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao, sagt euer Killer.